Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir schauen endlich wieder bei Krass Klassenfahrt rein. Ich weiß, die neue Staffel hat angefangen und es tut mir leid, Leute. Soll ich einfach wieder gehen? Ich kann einfach, es tut mir wirklich. Leute, hey, Freunde, willkommen. Es tut mir wirklich leid. Aber wir sind back, wir werden alles aufholen in den nächsten Tagen und mit der neuen Staffel einsteigen. Sorry, Leute. Aber ich ziehe jetzt wieder durch, ich hab Bock. Und, ja, wir schauen rein in Folge 7 von der vorletzten Staffel. Nicht der aktuellen Staffel, sondern die davor. Aber ich habe überlegt, ob ich sie alleine zu Ende jetzt durchbingen soll, aber dann dachte ich, nee, ich werde sie zwar durchbinden, aber mit euch zusammen die letzten Folgen genießen, weil ich Lust drauf habe, ja? Bedeutet jetzt Folge 7, ein Nude als Weihnachtsgeschenk, Freunde. Weihnachten war ja gerade mal vor 3,5 Monaten. Ich bin aktuell. Wir schauen rein, Freunde, ich bin sehr gespannt. Let's go. Moonvibe, Creative New Media. Also willst du mit mir in den Pool oder nicht? Nein, will ich nicht. Hey. Runter, runter, runter. Warte, runter damit. Ganz schnell, du hast nicht mehr viel Zeit. Los, 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 los. Seid runter damit. Leute. Ei, 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 was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Es ist ein neues Intro, right? Ich hab's ein bisschen vermisst, ich bin ja auch ehrlich, Leute. Ich bin ja auch ehrlich, Leute. Bitte nicht spoilern, ich weiß noch nichts über die neue Staffel. Ich weiß noch nichts. Aber ich bin sehr gespannt. Okay. Oh nein, was wollt ihr von mir? Lasst mich in Ruhe. Mama, Papa, seid ihr es wirklich? Bitte geht weg, ich will wieder alleine sein. Mein Name ist Jojo, hey. Nein, nein, das kann ich nicht machen. Ich kann doch Mr. Grumble nicht wehtun. Oh nein, oh nein, oh nein. Ey, wenn jetzt irgendwas Gruseliges kommt, bin ich raus. Dann höre ich die Aufnahme auf, Leute. Oh Mann. Kannst du machen, dass die Geister wieder weggehen? Es ist alles okay. Alles ist gut, alles ist gut. Mr. Grumble ist eine riesengroße Gefahr für uns. Alles Leute, ich find's immer noch so weird. Ich hab keine Ahnung, was da los ist überhaupt. Hä? Es macht alles keinen Sinn, Leute. Kann man auch lebendige Menschen als Geister sehen? Was? Nein, ich weiß nicht. Ich mach's mir Angst. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert hat und Jojo eine Verbindung zu einem Geist hergestellt hat. Ich habe nur die Bewegung vom Glas gespürt. Allerdings kann es sein, dass die Energie etwas von seinem Unterbewusstsein hervorgeholt hat. Die Erinnerung. Frau Kalbsfleisch hat ja gesagt, dass Jojo traumatisiert ist. Ja, das stimmt. Oh weia, was habe ich nur getan? Leute, glaubt ihr an Geister? Schreibt es jetzt in den Kommentare. Ja, ich glaube an Geister. Nein, ich glaube nicht an Geister. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Ich glaube nicht an Geister direkt, aber an irgendwas dazwischen, glaube ich. Ich weiß es doch nicht. Ich habe Angst, schlafen zu gehen und dass die Geister wiederkommen. Ich werde jetzt für immer wach bleiben, wie Fly. Nicht einschlafen, Jojo. Das ist der 3 die Kuh, Leute. Okay. Warum tust du das? Und jetzt verpiss dich. Ey, das Selfie war doch nur, um dich eifersüchtig zu machen. Das war einfach ein Arschloch-Move. In der Beziehung geht's um Vertrauen. War echt ein Arschloch-Move. Was sollte das? Aber wie du mit Frau Kalbfleisch rumgeflirtet hast, ich wollte dich auch mal eifersüchtig machen. Das sah ja nur so aus. Was hat das damit zu tun? Hä? Du bist doch derjenige, der sich komplett verändert hat und total abweisend ist. Ich weiß gar nicht, was du von das mir willst. Es war ja nicht so, wie es war. Ey, ich hab an dir immer geliebt, dass du deine Fitnessziele verfolgt hast. Und dass du so kreativ warst. Ey, guck doch mal den Song, den du für mich geschrieben hast. Und jetzt bist du nur noch am Zocken und schläfst gar nicht mehr. Aber was hat das jetzt damit zu tun? Was soll das denn bitte? Ich hab keinen Bock auf ein Mädchen, was mich die ganze Zeit anlügt. Keine Ahnung, vielleicht war ich in letzter Zeit ein bisschen down oder so, aber... Ja, warst du wirklich? Ich meine, was will sie mit so einem Streit beweisen? Fly hat sich echt gegen das, sie hat sich ein bisschen verändert, muss man auch zugeben. Real Talk. Real Talk.
Was passiert jetzt hier? Was sehen wir hier gerade? Was sehen wir uns mit an? Hä? Was? Hi, Nele. Oh, hallo, Frau Kapsfleisch. Ich weiß, es ist erst morgen Weihnachten, aber ich habe gesehen, dass du in letzter Zeit ein bisschen bedrückt bist und... Ja, ich habe dir hier ein Geschenk organisiert und... Ist etwa Zeit, Freunde, für eine kleine Werbeunterbrechung? Pack's einfach mal aus. Shaper, für mich? Was ja, ist das? Das ist die Gym Collection, weil du mir ja erzählt hast, dass du Muskeln aufbauen willst und deinen Körper so ein bisschen verändern willst. Ja, das stimmt. Ja, und deswegen habe ich dir Proteinshakes mitgebracht und Porridge. Okay, Porridge. Esse ich jetzt nur noch das, oder? Ja. Nein, ganz im Gegenteil. Natürlich. Also, es geht um eine gesunde, ausgewogene Ernährung und du sollst zusätzlich zu deinem ganz normalen Essen eben Eiweißprodukte nach dem Sport trinken. Ach so. Ja. Ach so, Leute! Du sollst einfach nur gesund zunehmen, Muskeln aufbauen und dazu brauchst du eben Eiweißprodukte. Oh, das ist genau das, was ich machen wollte. Ja, genau. Boah, mega, danke. Hä? Als ob es jetzt unbedingt diese Hilfe von fucking Frau Kalbfleisch brauchte, um zu checken? Ach so, warte mal, wenn ich Muskeln aufbauen will, dann muss ich Proteine zu mir nehmen? Wow, danke Frau Kalbfleisch! Okay. Ja, gerne. Also, ganz ruhig, wir kommen runter, Leute. Ich kann meine schlechte Energie jetzt total umwandeln, sozusagen. Genau, so du kannst eigentlich direkt morgen mit Sport anfangen. Ja, warum denn morgen? Kann ich doch jetzt noch machen, oder? Ja, es ist ja auch schon spät. Also. Ja, aber ist ja wurscht. Also ich meine, das kann ich ja nehmen, wann ich will, oder nicht? Ja, klar. Also ja, immer nach dem Sport. Ja, warum? Alter, ich kann es ja jetzt nicht aufschieben schon wieder. Ja, mach ich sofort. Mega. Danke, danke. Richtig awkward gerade einfach dieser Moment. Raus, raus da. Das war fucking weird, Alter. Ey, die müssen echt aufhören, nur zu zocken die ganze Zeit. Ey, das haben wir im Knast auch mal gespielt, das FIFA, oder? Ja. Ey, es fuckt mich wirklich ab. Es fuckt mich so ab, wie sie immer die Spiele wechseln und immer ein falsches Spiel sagen. Und es wird einfach immer nur Minecraft gezeigt. Das fuckt mich ab, Leute. Ah, ist FIFA. Nein, Spaß, ist Fortnite, du Idiot. Scheiße. Ja, sieht man auch. Die Grafik ist ja ganz anders, mehr 4K und so. Ja, ich hab, weißt du, die Sache mit Heidi, der Safe, ich bin mir sicher, du bist sauer. Komm! Es tut mir echt leid, aber das Ding ist so ein bisschen, ich hab das ja nicht gemacht, um dich zu ärgern, sondern weil ich wollte Nele eifersüchtig machen. Jetzt ist das Problem, jetzt sind beide Mädchen sauer auf uns. Ja, also, ja, ist okay. Verbindet uns da quasi irgendwie. Ja. Es tut mir, wie gesagt, tut mir leid. Bisschen dumm. Fortnite, krass, ich hab davon auch schon mal gehört, ja. Oh nein, irgendwas ist mit Jojo. Hey, was macht er? Jojo, was geht ab? Hi. Ja, ich bleib auch wach. Warum? Okay. Hm, wenn ich... Warum, was hat McLarry hier, was ist das, warum ist das so rot? Einschlaf, kommen die Geister wieder. Aber es war doch gestern nur, es gibt doch keine Geister. Irgendwer hat seinen Finger drauf getan und mit mehr Kraft das Glas irgendwo an die Seite geschoben, dass es umgekippt ist. Leute, ich bin ehrlich, ich war's. Ich hab das Glas bewegt, ich war's. Mag sein. Dann nochmal. Aber Albträume habe ich trotzdem. Weißt du, McLarry, meine Eltern sind genau wie du. Auch tätowiert? Dumm? Nee, kriminell. Oh. Sie sind keine Geheimagenten. Sie sind Grobianer. Und sie haben was ganz, ganz Schlimmes gemacht. Ein Raubüberfall und ich habe alles gesehen. Er weiß es wieder. Er kann sich erinnern. Naja, weil ich davon träume. Aber die Details bleibe ich euch schuldig. Du kannst uns die Details nicht schuldig bleiben. Du darfst uns die Details nicht schuldig bleiben. Wer sagt schuldig bleiben? Was ist das für... Ey, Leute. Doch, ich bleibe euch die Details schuldig. Hör auf, das zu sagen! Nein, die Details wirst du uns nicht schuldig bleiben. Die Folge ist echt nicht für meinen Gemütszustand gemacht. Du wirst uns sie nicht schuldig bleiben, verstehst du? Sag es uns. Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Das war einer zu viel. Das war Real Talk. Das war einer zu viel. Die Folge wurde gemacht, um mich abzufacken. Die Folge wurde gemacht, um mich persönlich abzufacken. Gut, nein, aber die Details schuldig bleiben ist scheiße. Nicht schuldig bleiben. Dann bin ich halt schuldig. Es hat eigentlich ganz gut, mit McLarry zu reden. Ich meine, ich bin mir immer noch nicht 100% sicher, ob er jetzt noch irgendwas von Heidi will, aber keine Ahnung, mindestens labert er keine Scheiße. Außer das natürlich mit FIFA und Fortnite. Ich meine, wie kann man denn so blöd sein und das verwechseln? Das geht doch gar nicht. Mindestens kann ich mich jetzt besser in die Lage von Heidi versetzen. Irgendwie, ich meine, in letzter Zeit habe ich sie ja schon ein bisschen wenig beachtet. Jetzt kill ihn, komm!
Keine Ahnung, ob Jojo nicht einfach völlig über... Die Folge ist echt nicht für mich gemacht, Alter. ...müdet ist, aber irgendwie scheinen seine Erinnerungen zurückzukommen. Dabei haben wir hier alle gesagt, dass keiner ihm die Wahrheit über seine Eltern sagt und trotzdem weiß er Bescheid. Ja, aber Jojo weiß es lang, er erinnert sich halt im Traum dran. Ich werde jedenfalls zum Einschlafen versuchen, ein paar Knast-Stories zu erzählen. Mal gucken, ob das klappt. Das war gut. Das war der erste gute Joke, der mich ein bisschen glücklich gemacht hat im Leben, Leute. Dafür gibt's auch sogar einen Like. Einen Like. Wollen wir mal schauen, ob es wirklich die beste Partydroge ist, right? Das ist keine gute Idee, Mann, Leute. Oh. Nimmt keine Drogen. Ich spüre irgendwie noch nichts. Keine Ahnung. Oh, oh 3, 2, 1, ja, yeah, Mann! Okay. Ah, mein Mann, J-Man! Okay. Oh Gott. Leute! Ah ja, weg ist er. Mhm. Ja. Ey, krass. Krass. Ich hab mir eine 18-Plus-Variante von. Ich hab noch nie ausgedacht, ne? Ladet mich beim nächsten Mal. Gerne ein. Ich komm vorbei. Bring ein bisschen Spaß mit. Hast du vielleicht Bock, dass wir die jetzt spielen? Wir? Ja. Ja, klar, wieso nicht? Also, wieso nicht? Cool. Ich bin immer für jedes Spiel offen. Soll ich einfach anfangen? Mhm. Okay, also. Aber ich habe keine Fragen. Nee. Doch, du kannst auch später welche stellen. Okay, 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 du fängst an, ja. Ich habe noch nie mit einer blonden Person Sex gehabt. Und jetzt? Ja. Hast du schon mal, oder? Ja, dann wird es mal Zeit, oder? Leute! Hallo? Noch eine Frage. Okay, ich habe noch nie sexuelle Gedanken über eine Person gehabt, die hier im Raum sitzt. Es sind nur drei Personen im Raum, die beiden und ich. Willst du nur sagen? Ich will's nur sagen. Du willst jetzt... Also, ich weiß halt, was er über... Also... Anscheinend schon auf was Bestimmtes. Sei ehrlich. Hinaus. Also, es sind ja sehr offensichtliche Anspielungen, oder? Nein, also. Quatsch. Quatsch. Ich habe auch noch ein anderes Spiel. Also, wir können auch gerne noch was anderes spielen, wenn du jetzt darauf keinen Bock hast, oder? Also, oder? Willst du was anderes spielen? Also, ich würde die Antwort gerne hören, eigentlich. Anderes spielen erstmal. Wie wäre es denn, wenn wir unsere Körper gegenseitig bewerten? Die Heizungen sind ausgefallen. Und wir müssen uns irgendwie gegenseitig erwärmen, Leute. Erderwärmung hilft nicht mehr. Also ich könnte so deinen bewerten und du auch meinen, so was du an mir machst. Du, Carina, nimm's mir nicht übel, aber ich finde, es ist echt schon spät. Wir können das gerne auch morgen früh verschieben. Schlafen wir jetzt erstmal. Der größte Korb in History of Körbe-Dörbe. Okay, dann machen wir das, versprochen. Okay, aber wirklich? Wirklich. Okay, gut, dann. Das war das Unehrlichste wirklich, was ich hier gesehen habe. Ich kann jetzt auch schlafen. Mhm. Okay, dann machen wir das morgen. Machen wir morgen. Wirklich. Okay. Tschüss. 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 Ja. Okay. Okay. Wollen wir schlafen? Die beiden sind gerade das Einzige, wo alles gerade einigermaßen okay ist, oder nicht? Morgen ist Weihnachten. Oh nee, oh nein, oh nein, nein. Ich wollte gerade sagen, da läuft doch gerade okay, da ist doch alles gerade Friede, Freude, Pustekuchen. Aber jetzt macht er wieder und puncht die Schlagsahne rein. Und ich hab also nicht das, nein, das meinte ich nicht, Freunde. Das war, ich hab, egal. Richtig gute Idee, was wir uns schenken können. Oh nein, Alter. Ich habe an den Titel der Folge wieder gedacht. Ehrenlos. Ehrenlos. Ich bin nicht so. Und ich möchte auch noch nicht mein erstes Mal haben. Nein, nicht unser erstes Mal. Ich weiß das. Ich versuche dir da ein bisschen Zeit zu geben. Okay? Mhm. Ich dachte, wir könnten uns Nudes schicken. Ich versuche dir da ein bisschen Zeit zu geben. Nächster Satz. Dieser Bruder Stanley. Perfekt, Bruder. Du hast es drauf mit Weibern. Weil das ist auch so ein Vertrauensbeweis, dann haben wir vom anderen was und so. Können wir nicht irgendwas Süßes machen? Irgendwas Normales vielleicht? Wichteln oder so? Wichteln? Nein, ich mach das jetzt. Ich hab hier ein Stativ. Ich baue das jetzt schon mal auf, aber du musst rausgehen. Sonst siehst du natürlich schon, was ich dir schenke. Okay? Und dann musst du es aber auch gleich machen. Okay. Unangenehm. Unangenehm. Leute, 18 plus, sorry. Leute. Ich hoffe, Madison wird das Weihnachtsgeschenk gefallen. Ich merke, dass sie nicht so ist wie die anderen Mädchen, mit denen ich bisher so zu tun hatte. Ist vielleicht auch ganz gut so. Ich glaube aber, dass
tut mir auch mal ganz gut so. Ja. Oh. Leute, ich und Stanley verstehen uns manchmal. Manchmal ist er fucking weird, manchmal bin ich fucking weird, aber in Wahrheit lieben wir uns. Du, jetzt komm hier ins Bett! Nein! Nein! Der arme Jojo. Irgendwann. Es wird irgendwas passieren. Jojo, komm ins Bett. Nein, ich muss wach bleiben, McLarry. Sonst kommen die Geister wieder. Ich will die nicht mehr wiedersehen. Aber ich muss auch wach bleiben, wenn du nicht ins Bett kommst. Ich will nicht schlafen. Ich will einfach nicht einschlafen. Und wenn ich dir eine Gute-Nacht-Story aus dem Knast erzähle? Hm? Naja. Da sagt man nicht nein. Die würde ich mir schon anhören. Aber schlafen komme ich trotzdem nicht. Ja, aber dann setz dich doch wenigstens. Komm her. Nein. Komm. Jojo. Wenn du keine Knast-Story von mir hören willst, dann erzähl mir doch einfach eine Gute-Nacht-Geschichte. Zum Beispiel... Ah, ja, der Traum von den Eltern. Wie deine Eltern damals in den Knast gekommen sind. Nein, McLarry, die Geister haben verboten, es zu erzählen. Nein, Leute. Es war in einem Homburger Labor. Meine Eltern haben eine gefährliche Chemie-Bio-Waffe gestohlen. Was? Leute, das Ding ist größer, als wir dachten. Wir müssen den ganzen Scheiß hier abblasen. Ist das nicht ein Knaller, McLarry? Das ist eine Waffe, mit der kann man Menschen optimieren. Perfekte Gene, was? Perfekte Gesichter, perfekte Schönheit. Nein. Ey, so wie McLarry guckt, er weiß da irgendwas drüber, oder? Achtet mal drauf. Photoshop-Filter, alles mit dieser Waffe. Aber sie ist so gefährlich. Er weiß, guckt ihn euch an, er weiß irgendwas. Oh nein. Er weiß es doch. Ich muss wach bleiben. Hä? Hä? Ich check's einfach nicht, Mann. Ich check's nicht. Das ist Dings, oder? Joel? Ist das Joel? Ja, safe. Bruder, das ist ja... Wow. Ja. Ihm geht's gut. Oh nein. Was? Irgendwas passiert ist noch zum Ende. Irgendwas Schlimmes passiert ist noch zum Ende. Aber was? Was ist was? TV. Freunde, wisst ihr, wer das ist? Das ist fucking Frau Kalbsfleisch, Alter. Oh, damn. No. Wir schauen nicht, was in der nächsten Folge passiert, Freunde. Wir gehen da ganz schnell raus. Joel, Bruder? Erstmal mad respect, Digga. Also, jetzt ganz objektiv gesehen. Okay? Wir lassen das mal einfach so stehen, was gerade passiert ist zum Ende hin. Ey, es ist so weird. Es wird alles so unglaublich weird und komischer jedes Mal. Das mit Jojo und McLarry, ich bin mir nicht sicher, da ist irgendwas verzwirbelt, Leute, ja? Ich habe keine Ahnung, Stanley macht seine Beziehung wieder kaputt. Kennt man ja aber auch nicht anders von Stanley, man ist es ja schon gewohnt. Ha, Leute, ich bin gespannt. Ich weiß, wir haben viel aufzuholen und es tut mir leid. Blibbidi blabbidi blub. Aber ich werde jetzt alles einmal aufnehmen, weil ich ja selbst wissen will, wie es weitergeht, weil ich die neue Staffel auch sehen will. Weil ich habe irgendwie gesehen, da sind irgendwie fast nur Mädchen dabei und irgendwie nur drei Jungs aus dem alten Cast oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall schauen wir uns bald auch die neue Staffel an. Falls ihr darauf Bock habt, lasst einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt natürlich fresh einfach. So wie immer. Und.